unser Grundgesetz, das ist ein echtes Highlight. 49 war der Irrsinn noch präsent. Also schrieben sie dies Buch und für die Freiheit war das ein historischer Moment. Die Grundrechte, die sind in einer Klarheit und mit Absicht auch so einfach formuliert. So gibt es keinen Spielraum für die eine Wahrheit. Diese Rechte werden nicht einfach suspendiert. Jeder Artikel im Gesetz ist wie ein Kompass, der uns durch wilde Zeiten manövriert. Und mit Artikel meine ich 1, 2, 3, nicht der, die das. Und einer ist besonders konzipiert. Artikel Nummer 5 ist echt speziell wichtig, denn er ist das Fundament. Ohne Meinungsfreiheit, da geht's ganz schnell und die Zensur wird wieder Trend. Stimmt, manche Meinungen sind manchmal schwer auszuhalten, wenn man's ganz anders sieht. Doch nicht nur in Chefetage, auch hier braucht man sie sehr. Die Vielfalt, dafür sing ich dieses Lied. Und hört man wieder Stimmen schreien, Berufsverbot, weil andere Sichtweisen für irgendwie nicht gehen, dann sei daran erinnert, mit Sanktionen wird nicht gedroht. Diese Version von Freiheit, die ist nicht vorgesehen, denn wenn eine Meinung der Verfassung nicht entspricht, entscheidet's kein Gefühl, nicht mal Moral. Darüber richtet dann im Zweifel sachlich ein Gericht. Das Argument ist hier das Mittel der Wahl. Und eine Presse, ist sie unzensiert, ist der Beweis für unsere freiheitlichen Staaten. Darum darf sie auch ganz ungeniert sagen, was ein Scheiß, hallo, sag mal, seid ihr noch Demokraten? Die Idee der vierten Macht als Korrektiv ist echt genial. Sie informiert uns, die Regierung quatscht nicht rein. Ja, jeder Einfluss aus dem Kanzleramt, der wäre ja fatal. Sogar die Richter essen allesamt daheim. Das regelt alles unser tolles Grundgesetz. In diesen Zeiten macht das mehr denn je auch Sinn. Denn die verdammte Macht, das macht sie aus, sie spinnt ihr Netz. Drum wehret auch dem Anfang, dem Beginn. Grundgesetz ein Schulfach sein mit den Artikeln, da braucht es schon ein Stell-Dich-Ein. Und Nummer 5 ist der beste, den dies Land hier jemals hatte, denn zuerst stirbt immer die freie Debatte.